Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Chris, hier stehen drei Batterien, drei unterschiedliche, und wir haben eine ganze Menge Fragen im Postfach in den letzten Tagen bekommen. Oh ja, gerade zu Beginn einer Saison stellen viele dann doch relativ schnell fest, die Ladeleistung der Batterie passt nicht mehr, der Strom reicht nicht mehr aus, die Hupe will nicht hupen, die Blinker wollen nicht blinken. Und dann kommt auf dem Fuße relativ schnell die Frage, welche Batterie ist die richtige, wo sind die Vor- und Nachteile, worauf sollte ich achten beim Kauf? Und das werden wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Stopp, nicht wir werden uns das genauer anschauen, sondern jemand anderes. Aber das seht ihr gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Dieses Szenario dürfte dem einen oder anderen sicherlich bekannt vorkommen. Man möchte Moped fahren und ahnt noch nichts. Ich möchte Moped fahren und ahne von nichts. Und plötzlich merkt man, die Batterie ist schon wieder leer. Meine Batterie scheint alle zu sein. Schade. Wie das passieren konnte und ob deine Batterie überhaupt die richtige für deine Nutzung ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt viele verschiedene Batterietypen. Heute soll es aber um die drei geläufigsten gehen. Das wären die klassische Bleisäurebatterie, die AGM-Batterie und die Gel-Batterie. Genau genommen ist keine von den eben genannten eine Batterie. Eigentlich sind es alles Akkumulatoren, also Akkus, da sie wieder aufladbar sind. Da sich der Begriff Batterie oder Starterbatterie aber etabliert hat und ich keine Verwirrung stiften möchte, bleiben wir bei Batterie. Die älteste, denn es gibt sie bereits seit über 100 Jahren, aber nicht unbedingt schlechteste, ist die klassische Bleisäurebatterie. Durch aktuelle Gesetzesänderungen ist diese zurzeit in aller Munde, aber dazu kommen wir gleich. Um die Unterschiede der Batterien später nachvollziehen zu können, müssen wir erstmal erklären, wie sie funktionieren. In einer Bleisäurebatterie befinden sich 6 sogenannte Zellen. Eine Zelle liefert jeweils 2,1 Volt, womit insgesamt 12,6 Volt erreicht werden können. Innerhalb der Zellen befinden sich Elektroden, die negativen Anoden, diese bestehen aus reinem Blei, und die positiven Kathoden, diese bestehen aus Bleioxid. Zwischen den Anoden und Kathoden befindet sich eine elektrolytische Flüssigkeit. In diesem Fall ist es Schwefelsäure, daher auch der Name Bleisäurebatterie. Wenn wir die Batterie nutzen bzw. entladen, führt das zu einer chemischen Reaktion. Dadurch ändert sich die chemische Zusammensetzung beider Elektroden zu Bleisulfat. Wenn wir die Batterie wieder laden, läuft die chemische Reaktion andersherum ab und aus dem Bleisulfat wird wieder Bleioxid und Blei. Aber Vorsicht, denn beim Laden zersetzt die Elektrizität das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, weshalb beim Laden Gase entweichen. Bevor die Batterie aber benutzt werden kann, muss sie erstmal befüllt werden. Vor dem 1. Februar 2021 wäre das auch möglich gewesen. Aber die ab dem eben genannten Datum in Kraft getretene EU-Verordnung untersagt den Verkauf von bestimmten Chemikalien mit einer Konzentration von mehr als 15% an Privatpersonen. Darunter fällt auch die Batterie bzw. Schwefelsäure. Im Klartext bedeutet das für euch, wenn ihr jetzt eine Bleisäurebatterie kauft, müsst ihr diese in einer Fachwerkstatt befüllen lassen. Vor dem 1. Februar 2021 erworbene Bestände darf man noch bis zum 2. Februar 2022 besitzen. Danach ist sogar der Besitz illegal. Das Ziel dieser neuen Verordnung ist es natürlich nicht, uns Mopedschrauber den Spaß zu verderben. Es geht grundsätzlich darum, Privatpersonen den Zugang zu potenziellen Sprengstoffen zu erschweren. Das Nachfüllen der Batterie ist natürlich weiterhin möglich, denn dies geschieht mit destilliertem Wasser. Zu erkennen, dass die Batterie nachgefüllt werden muss, ist sehr einfach. Der Hersteller vermerkt meist den maximalen und minimalen Füllstand außen an der Batterie. Solange sich der Flüssigkeitsstand im Toleranzbereich befindet, ist alles in Ordnung. Sollte es doch mal unter das Minimum sinken, werden die Deckel entfernt und wieder bis zur Linie mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Die klassische Bleisäurebatterie bedarf im Gegensatz zu neueren, sogenannten wartungsfreien Batterien, etwas Pflege. Durch die darin stehende Säure muss sie, um Auslaufen zu verhindern, stehend verbaut werden. Sie muss regelmäßig geprüft und gegebenenfalls nachgefüllt werden. Auch zu beachten ist, dass die Batterie mit 5% im Monat die höchste Selbstentladung von den drei genannten Typen hat. Besonders im Winter oder wenn das Moped lange steht, ist es daher ratsam, die Batterie auszubauen und regelmäßig an ein geeignetes Ladegerät zu hängen. Denn eine Tiefenentladung führt in kürzester Zeit zu irreversiblen Schäden an der Batterie und macht sie unbrauchbar. Kurz gefasst bildet sich an den Elektroden Korrosion, das wiederum führt dazu, dass sich grobkristallines Bleisulfat bildet, das letztendlich zu einem Kurzschluss führt. Sehr schön zu sehen hier zu unserer Rechten. Im Fachjargon spricht man hier übrigens von einer Sulfatierung. Wenn du also bereit bist, die Wartung und die Pflege in Kauf zu nehmen und du genügend fährst bzw. die Batterie regelmäßig lädst, kannst du bedenkenlos die gute alte Bleisäurebatterie nehmen. Was die Gel- und AGM-Batterie angeht, wird es jetzt ein wenig verzwickt, denn sie sind gleich, aber irgendwie auch nicht. Man spricht bei diesen Batterien von VRLA-Batterie. Das steht für Valve Regulated Lead Acid Battery, also Ventil-geregelte Bleisäurebatterie. Hä?
Bleisäure? Ja, die Gel-Batterie gleicht sehr stark dem Aufbau der klassischen Bleisäure-Batterie. Auch hier haben wir wieder die Anode aus Blei und die Kathode aus Bleioxid. Es wird auch hier wieder ein Elektrolyt benötigt. In diesem Fall nimmt man aber nicht nur Schwefelsäure, sondern gibt noch Kieselsäure und Wasser hinzu. Dadurch bindet sich die Schwefelsäure und geliert. Daher auch der Name Gel-Batterie. Bleisäure-Säure-Batterie scheint der Marketingabteilung wohl nicht so gefallen zu haben. Beim Laden entsteht auch bei der Gelbatterie wieder Sauerstoff und Wasserstoff. Jedoch entweichen die Gase nicht. Durch Mikroporen im Gel gelangt der Sauerstoff zum Wasserstoff und es findet eine Rekombination statt. Es wird wieder zu Wasser. Dadurch kann so eine Gelbatterie auch bis auf ein Überdruckventil komplett verschlossen werden und ein Nachfüllen mit Wasser wird überflüssig. Oft werden diese Batterien deswegen auch als wartungsfrei bezeichnet. Das macht es auch möglich, sie in allen möglichen Positionen zu verbauen. Es ist egal, ob stehend oder liegend, es kann keine Säure austreten. Gel-Batterien werden häufig verwendet, wenn man Verbraucher konstant mit Strom versorgen möchte. Sie hat die geringste Selbstentladung von den drei Batterien und eine hohe Lebensdauer. Bei richtiger Pflege sind auch um die 10 Jahre möglich. Während eine Tiefentladung die klassische Bleisäurebatterie nach kürzester Zeit stark beschädigt, ist die Gel-Batterie nicht so anfällig. Sie übersteht auch einen etwas längeren Zeitraum ohne Schaden zu nehmen. Eine Tiefentladung ist allerdings nie gut für eine Batterie und sollte, wenn möglich, vermieden werden. Beim Laden ist die Gel-Batterie auch etwas eigen, denn man muss sie mit speziellen Ladegeräten, die über eine sogenannte IU oder IUOU Ladekennlinie verfügen, laden. Diese laden in verschiedenen Phasen und Stromstärken. Der Unterschied ist, dass ein Laden mit IU-Kennlinie überwacht werden und nach Vollladung abgeklemmt werden muss. Ein Ladegerät mit IUOU Ladekennlinie kann man aber angeschlossen lassen. Hier wird zur Erhaltung noch so viel Strom zugeführt, wie die Batterie von selbst entladen würde. Würde man versuchen, die Batterie mit einem normalen Autoladegerät zu laden, könnte sich das Gel stark erhitzen und am Ende sogar die Batterie zum Platzen bringen. Es ist für diesen Fall zwar ein Überdruckventil vorhanden, um eine Explosion zu verhindern, aber die Batterie ist danach unbrauchbar. Auf dem Bild sieht man sehr, sehr gut das Gel von einer aufgebrochenen Gel-Batterie. Wer sein Moped also eher selten nutzt oder die Batterie zum Beispiel liegend verbauen muss, ist mit dieser Batterie bestens aufgehoben. Die AGM-Batterie ist die modernste Variante der Bleisäure-Batterie. Wie ich schon sagte, sind die Gel- und die AGM-Batterie sich sehr ähnlich. Auch die AGM-Batterie ist eine VRLA-Batterie. Nur hier wird die Schwefelsäure in Vlies aus Glasfaser gebunden. Daher auch der Name Absorbt-Glasmatt oder absorbierende Glasmatte. AGM-Batterien werden auch sehr oft als Vlies-Batterien bezeichnet. Wenn wir uns den Aufbau wieder anschauen, ist es fast wie vorher auch. Nur dass die Schwefelsäure nun in den eben erwähnten Glasfaserplatten gehalten wird. Man kann sich diese Platten wie einen Schwamm vorstellen. Durch diese Bauart können mehr Platten aneinander gepresst werden und die Kapazität erhöht werden. Auch die AGM-Batterie rekombiniert den Wasser und Sauerstoff wieder zu Wasser, wodurch auch diese Batterie wartungsfrei und mit einem Überdruckventil versehen ist. Somit kann auch diese wieder liegend verbaut werden. Im Gegensatz zur Gel-Batterie erlaubt die AGM-Batterie hohe Ströme und wird deswegen gerne als Starterbatterie in Autos mit Start-Stopp-Funktion eingesetzt. Es wird auch hier wieder ein spezielles Ladegerät wie bei der Gel-Batterie benötigt. Die AGM-Batterie hat eine etwas kürzere Lebensdauer und die Selbstentladung ist etwas höher als die der Gel-Batterie. Auch dieser Batterie macht die Tiefentladung nicht so viel aus wie der klassischen Bleisäure-Batterie, wenn es sich im Rahmen hält. Auch bietet die AGM-Batterie mehr Leistung bei kälteren Temperaturen. Man spricht dabei vom sogenannten Kaltstrom. Dieser Maßstab gibt an, wie viel Strom eine Batterie über einen Zeitraum bei minus 18 Grad abgeben kann. Wer also oft in sehr kalten Regionen unterwegs ist und dazu vielleicht noch einen Anlasser verbaut hat, ist mit der AGM-Batterie bestens aufgehoben. Abschließend halten wir nun fest, wenn man sich überlegt, welche Batterie man braucht, sollte die Frage nicht lauten, welche Batterie ist die richtige für mein Fahrzeug. Die Frage sollte eher lauten, welche Batterie ist die richtige für mich, den Fahrer bzw. Fahrerin. Das war er nun also, der Batterieguide. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, konntet ein bisschen was lernen. Es hat mir jedenfalls einen Heidenspaß gemacht, dieses Video zu produzieren für bzw. mit dem Zweiradgeber. Vielleicht sieht man sich in der Zukunft irgendwann mal wieder. Ich darf danke sagen. Ciao. Vonline, vielen lieben Dank für dieses coole Video, was du auf die Beine gestellt hast und für die Unterstützung deinerseits an der Stelle. Falls ihr Lust habt, von ihm noch ein bisschen mehr zu sehen, Infokarte da oben. Und ansonsten lasst es uns einfach gerne mal in den Kommentaren wissen, was machen wir jetzt mit den Batterien. Also soweit ich weiß, funktioniert die gar nicht mehr. Die hier lädt nur noch sporadisch und die haben wir versucht zu laden, aber der Stecker steckt nicht richtig drin. Naja, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.